So, meine Damen und Herren, sind wir wieder zurück bei Baldur's Gate 3. Weiter geht's mit dem Live-Let's Play auf Twitch gestreamt und auf YouTube nachträglich hochgeladen. Wir sind hier noch stehen geblieben, dass wir Halsin treffen müssen, weil der kleine Junge, den wir befreit haben in der letzten Folge, wohl im Sterben liegt. Das heißt, wir springen eigentlich sofort zum Lager, weil ich nehme an, dass Halsin im Lager ist. Ja, sieht mir stark danach aus. Ich würde eigentlich super gerne noch rasten zwischendrin, weil uns die Zaubersprüche und so, glaube ich, ein bisschen ausgegangen sind. Zumindest mir selber. Weiß aber nicht, ob das smart ist oder nicht. So. What's up for discussion? Talk with me. Thaniel is resting. But it's no easy slumber. I discovered what's wrong with him. The shadows rendered him in two when they bore him away to the Shadowfell. Half of his essence remained here, amidst the curse. What stayed behind would have been the strongest part of him. But after all these years left in the darkness, corruption must have taken hold. Okay, und wie kann ich helfen? It's both simple and not. Yeah. We need to find Thaniel's missing half and make him whole again. Only the missing half may not come willingly. The curse will have sunk its tendrils deep, twisting Thaniel's essence into something else. Ich habe mal ein Schattenkind getroffen, einen kleinen Jungen namens Oliver. Etwa in Thains Alter. Ja. And you saw this boy yourself? That can't be a coincidence. But we need to be sure. And I truly mean we, if you wish. Every moment counts, and I've asked much of you already without being at your side. If you want me, I'm yours. Against the curse, against the absolute. Anything. Just say the word. Jetzt überlege ich, ohne dass ich das mitteile. Folgendes. Die Überlegung ist, wenn ich ihn hier lasse, dann kann er auf die andere Hälfte aufpassen. Ja? Und wir können uns um die andere Hälfte kümmern. Wenn wir ihn aber mitnehmen, weiß er vielleicht, was zu tun ist. Weil ich habe keine Ahnung, was zu tun ist, wenn wir die andere Hälfte finden. Also wir wissen, wo die andere Hälfte ist. Ich sag's mal so. Ich glaube zu wissen, wo die andere Hälfte ist. Es macht einfach alles Sinn, weil der... In der letzten Folge hatten wir noch den, wie heißt der, von der flammenden Faust, hatten wir einen getroffen, der gesagt hat, in der Nähe von Blumen. Also es roch nach, naja, er hat gesagt, es roch nach Lavendel. Und wir haben ja eine Stelle, wo wir Blumen haben, also auch eine Markierung. Also es muss fast zusammenhängen, bin mir ziemlich sicher. Ja, das ist jetzt so ein bisschen meine Überlegung. Nehme ich ihn mit oder nehme ich ihn nicht mit? Was macht mehr Sinn? Die anderen Seite, ihn mitzunehmen, finde ich eigentlich verdammt gut. Kommt er dann als Begleiter mit? Obwohl, das ist eigentlich schon lange meine Intention, dass wir ihn als Begleiter mitnehmen. Ich finde ihn nämlich total toll. Also gut, komm mit mir. Seems your ranks are quite packed. If some space frees up, I'll be ready for you. Aye. Aber wen lassen wir dann hier? Let's march. Carla? Das Problem ist, Lazelle... Ich meine, guckt euch an, was wir ihr alles an Gegenständen gegeben haben, ne? Lazelle ist wirklich, also ist einfach die Kampfmaschine. Dann sagt, dass sich Carla ja auch schon bewährt, ne? Ich tue mich sehr, sehr schwer gerade.
die ganzen Panzerrüstungen und Sachen und so hier gegeben. Ne, ich lass Lazelle mal hier. Wir schauen mal, wie sich Halsin bewährt, würde ich meinen. Das ist schon okay. Auch wenn wir jetzt echt gute Rüstung gegeben haben mit so einer. Das ist schon. Wir könnten natürlich auch bei uns selber langsam mal gucken, dass wir vielleicht auf mittlere Rüstung gehen. Macht das Sinn? Mit Haste. I have a lot on my mind. A lot of my mind. Greetings. Greetings. I wish, dass du hier bleibst. Chuck, you believe you can survive without me? Ja. Das glaube ich. As you say, do not keep me waiting. Doch. Also, Halsin. Fanyol still suffers. There'll be no improvement until his essence is restored, I fear. Ja, komm mit. Good. Now our roots can deepen together. Oh, wie geil. Halsin, nice. Jetzt müssen wir verdammt viel leveln. Und ich habe keine Ahnung von Druiden. Okay. Das mache ich normalerweise so. Also, Zirkel des Mondes, Stufenaufstieg, Unterklasse, Aktion, verbrauche Zauberplätze um Tier. Verbrauche Zauberplätze um Trefferpunkte in Tiergestalt zurückerlangen. Tiergestalt, Tiergestalt Dachs, Tiergestalt Spinne, Tiergestalt Wolf, Tiergestalt Katze, Miau. Tiergestalt Bär, alles Aktionen. Dann haben wir Zirkel des Mondes, Druiden, die dem Mond die Treue geschwört haben, nutzen dessen launenhaftes Wissen, um sich in gewaltige Kreaturen und urmächtige Elementare zu verwandeln. Zirkel des Landes, die Druiden dieses Zirkels zapfen mächtige Energie an, welche durch die Erde fließt und alle lebenden Dinge miteinander verbindet. Spurenzirkel, übertracht des Tod, eine große Pilzwachstum und Sporenbildung als Teil des Lebens und kann Spuren manipulieren. Um dich zu stärken, was haben wir denn hier? Du hast temporär Trefferpunkte, bewegst du sich, solange du sie hast. Wirkst wirke heilig an als Spuren mit doppeltem Schaden. Heiligscheiner Spuren, entfessel die Wolke, nekrotische Spuren, Hälfte hier, Reaktion erfolgt, sodass die Zug keine andere Reaktion ausgelöst werden kann. Noch ein Kälte. Aber dann ist er kein Bär, sehe ich gerade. Er kann. Aha, hier verwandelt er sich in einen Bären. Natürliche Erholung. Nee, ich finde das eigentlich schon ziemlich gut. Eher als Bär, oder? Zur Not können wir es ja ändern. Zauber vorbereiten. Ja, jetzt haben wir noch mehr Heilung. Ein Eismesser. Person bezaubern. Tierfreundschaft, mit Tieren sprechen. Donnerwoge. Gute Beeren. Wir nehmen die Beeren mal raus und machen mal das das Bezaubern rein. Die Wolke stricken. Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriffe gegen sie im Vorteil. Ich schaffe eine Rankenoberfläche, die Kreaturen darauf verlangsamt und möglicherweise erstickt. Donnerwoge. Langer Schritt.
Wasser erschaffen. Ich glaube, das ist gut. So, heilende Worte. Wundheil. Wir lassen das mal. Ja, das wird jetzt halt dauern, ne? Zauber vorbereiten. Aha, jetzt haben wir Stufe 2 Zauber. Genesung, Schutz vor Gift, spurloses Gehen. Flammende Sphäre. Sphäre. Beschwört eine flammende Sphäre, die Gegner und Gegenstände in Nähe Schaden zufügt. Du kannst die Sphäre bewegen. Sie spendet helles Licht. Aber haben wir da nicht die Möglichkeit, dass wir theoretisch dieses Feenfeuer. Alle Ziele im Licht werden sichtbar und Angriffswürfe gegen sie sind im Vorteil. Das heißt, würde theoretisch Sinn machen. Halt eine Kreatur vor Krankheit, Gift, Lähmung oder Blindheit. Wir nehmen die Donnerwoge mal raus und schmeißen den mal rein. Und das bezaubert nehme ich dann doch raus. Und dann überlege ich mir, ob es vielleicht irgendwie ganz cool ist, die flammende Sphäre zu machen. Da können wir die eigentlich miteinander kombinieren. Person festhalten, lähmt einen humanoiden Gegner, kann sich nicht bewegen und werden Aktionen noch einmal ausführen. Angriff innerhalb von 3 Meter auf. Okay. Flammenklinge, das beschwört einfach mit Schwert. Mondstrahl, beschwört einen Lichtstrahl herbei, der jede Kreatur Schaden zufügt, die den Strahl betritt oder ihn oder ihren Zug darin beginnt. Du kannst eine Aktion nutzen, um den Strahl um 15 Meter zu bewegen. Das ist ja auch mega geil. Rinder. Dornenwuchs. Ah, du hast auch Dornenwuchs. Ja, hallo. Da können wir mega viel Fläche mit Dornen versehen. Rinderhaut. Er hat 13. Dann ist Rinderhaut vielleicht gar nicht so gut. Bis zu langen Rast. Der Verbündung mit einer magischen Stärkung ist bei Attributswürfen auf ein ausgewähltes Attribut im Vorteil. Metall erhitzen. Lässt eine metallische Waffe oder Rüstung rot glühen, sodass der Träger sie entweder fallen lassen muss oder bei Angriffshöfen oder im Nachteil ist. Oh Mann, das ist echt gutes Zeugs dabei, Mann. Dann machen wir den mal weg und machen Metall erhitzen rein, weil ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, dass wenn jemand mit einer mega starken Waffe oder Rüstung oder so gegen uns kämpft, dass wir da die Option haben, was zu machen, würde ich meinen. Krass. So, Zaubertrick. Achso, jetzt haben wir neue Tiere. Nimmt die Gestalt eines tiefen Rotes an, das tanzende Lichter wirkt und auf seine Gegner zu. Das tiefen Rote hat eine Angriffsgesundheit von 23 Trefferpunkte, die sich alle 2 Druidenstufen erhöht. Schreckensrabe. Nimmt die Gestalt eines Schreckensrabens an, der Aufmerksamkeit. Okay. Ja, wir könnten hier noch mehr mit Licht arbeiten, eigentlich, ne? Und da ja. Da. Schattenherz ja eigentlich Lichtherz ist jetzt, das jetzt für das Licht arbeiten und nicht mehr für die Dunkelheit, wäre es ja eigentlich ganz gut, wenn ihr sagen würden, okay, wir versuchen das Ganze ein bisschen mit Licht zusammen zu kombinieren. Na gut. Also Zaubertrick, göttliche Führung, das Ziel hält einen Bonus auf 1W4 auf Attributswürfe, er kann auch göttliche Führung, sweet, Gift versprühen, beschwört. Zaubertrick, verschießt eine giftige Gaswolke, Flammen erzeugen. Resistenz, macht ein Ziel resistenter gegen Zaubereffekt und Zusatzzustände. Es erhält einen Bonus oder eine Rettungshilfe. Wir machen den, finde ich gut. So, ein Talent. Himmelherrgott. Bist im Umgang mit schweren Rüstungen geübt und erhöhst deine Stärke um 1. Oh, wir könnten ihm eigentlich sämtliche Rüstung geben. Aber macht das Sinn, wenn er sich in ein Tier verwandelt? Übernimmt, kriegt er dann eine andere Rüstung? Ich habe natürlich null Plan. Weil wir könnten ihm natürlich sämtliche schwere Rüstung geben, die vorher dann Dings anhatte, nicht wahr? Und dann ist er voller Kanne durchgepanzert. Er ist sehr weise. Wir
kann sie nur nicht tragen. Warum kann er sie dann nicht tragen? Druiden können keine Schwere tragen. Auch wenn ich das hier mache. Bist im Umgang mit schweren Rüstungen geübt und erhöhst deine Stärke um 1, maximal 20. Also selbst wenn ich das anwähle, bringt das nichts. Theoretisch macht es bei ihm Sinn, die Weisheit noch um 1 zu erhöhen, nicht wahr? Das ist bei jeder kurzen Rast aller Trefferpunkte zurück. Ist auch gut. Schwer, was ich auswählen soll, man. Achtsam kann ich ihm geben. Also meinst du wachsam? Ja, das ist ja grundsätzlich nicht schlecht, ne? Also machen wir den mal. Kann er nicht überrascht werden. Dann können wir direkt recht, können wir recht früh ein paar Zauber wirken, um unsere Chancen zu verbessern, wenn wir hier angegriffen werden. Ich glaube, das ist schon sinnvoll, ja. Alter, was haben wir jetzt wieder für Zauber hier, Dude? Also, Schutz vor Energie, berührt eine Kreatur mit Resistenz gegen Blitz, Feuer, Kälte, Säure und Schaden zu gewähren. Nehmen wir das Eismesser raus. Blitze herbeirufen. Blitze treffen alle richtigen Reichweite, dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, ohne so. Also. Blitze treffen alle Ziele in Reichweite, dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Ist ja schon ziemlich gut. Stört einen Sturm, der die Konzentration von Zauberwirken unterbricht, Feuer löscht und eine Eisoberfläche erzeugt. Auch nicht schlecht. Jetzt haben wir einen Gegenstand, damit er leuchtet wie die Sonne oder beschwört eine Sphäre. Aha, okay. Todstellen, versetzt einen Verbündeten einen Schutz. Koma, er wird Resistenz gegen alle Schadensarten. Außerdem physische Schaden und Krankheiten sowie Gifte haben keine Effekte mehr. Blitze ist mit Wasser erschaffen, OP. Gut zu wissen. Lass du Unkraut aus dem Boden schießen, um den Bereich zu ersticken, die übrigens eine Kreatur. Nee. Ich muss schon sagen, dass ich das schon spannend finde hier eigentlich. Und wenn Schattenherz Wasser erlernen, also Wasserdings nochmal macht, dann könnten wir das tatsächlich echt kombinieren. Das ist gar nicht so eine schlechte Idee.
Obwohl ich den Schneesturm auch cool finde. Aber das mit den Blitzen hat mich jetzt doch am meisten gepackt. Vor allem, weil wir selber mit unserem Bogen ja auch relativ viel Blitzschaden machen. Okay, so. Was haben wir denn hier? Unterklassenmerkmal. Solange du in Tiergestalt bist, zählt deine Angriffe bei überwindender Gegend Resistenz und Immunität gegen nicht-magische als magisch. Schön. Wir können uns als Panther oder ein Eulenbären. Was? Ja, dann ist das jetzt the way to go. Oh, Stufenaufstieg. Ja, wir müssen noch echt viele Stufen machen. Zauber vorbereiten. Den nehmen wir mal wieder raus. Was haben wir hier? Bewegungsfreiheit. Bringt einen Verwundeten aus der Betäubung. Schwieriges Gelände. Kann das Ziel nicht verlangsamen und das, gelähmt oder festgehalten werden. Okay, Steinhaut. Lässt das Fleisch einer Kreatur steinhart werden, damit es durch nicht magische Hiebstich und Wuchtangriffe nur den halben Schaden erleidet. Schwaches Elementar beschwören. Schwachen Elementar beschwören. Beschwört einen schwachen Elementar, der an deiner Seite kämpft. Finde ich spannend. Waldkreatur beschwören. Beschwört eine Dryade, um an deiner Seite zu kämpfen. Die kann Naturschritt einsetzen. Ich glaube, das wird's wahrscheinlich. Schlingenranke. Beschwört eine Riesenranke, die Kreaturen zu sich hinanziehen kann. Verwirrung. Beschwört eine Gruppe von Kreaturen, die Angreifer alles an... Sie greifen wahllos an. An wandernden Zielen. Wenn der Fichar sorgen. Tier beherrschen lässt ein Tier an deiner Seite kämpfen. Wann immer es Schaden erleidet, führt es einen Weisheitsrettungswurf gegen die Beherrschung durch dich aus. Ich muss echt sagen, ich überlege gerade, ob wir das Feenfeuer rausnehmen. Achso, das Elementar ist schon drin. Also Waldkreatur kommt dann safe rein. Kann ich das Feenfeuer aber trotzdem drin lassen, oder? Na doch, weil. Ist nett. Okay. Tier beherrschen ist auch spannend. Verwandlung. Wandle eine Kreatur in ein harmloses Schaf. Okay, aber nur solange die Konzentration drauf ist, bleibt es auch ein Schaf. Pflanzen leiden durch diesen Zauber maximalen Schaden und sind bei ihren Rettungswürfen gegen sie im Nachteil. Pflanzen erleiden maximalen Schaden. Feuerwand. Und zeigt mir eine Feuerwand, die jeden Brennen nachkommt. Gut, die Bewegungsreichweite. Das ist eine gute Empfehlung, Chat. Ich meine, das ist bis zur langen Rast. Das verlängert einfach den... Das ist ja... Okay. Ja, dann, nee, das ist ein No-Brainer. Ich meine, bis zur langen Rast, ganz ehrlich, das schmeißt du auf dich selber drauf und hast immer 3 Meter mehr. Das ist halt schon wirklich gut. Ich dachte, das verbraucht auch einen Zauberslot, aber ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Ja, das verbraucht keinen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich Plage oder Tierbeherrschung nehme, ne? Ah, ich sehe gerade, dass Dornenwuchs auch wieder drin ist. Wie viele Slots habe ich eigentlich von dem zweiten? Das weiß ich gerade nämlich gar nicht. Zauberplätze der Stufe 4 freigeschaltet. Du hältst einen Zauberplatz. Aber wir haben noch ziemlich viele Stufen vor uns, ne? Ja, ich habe eigentlich selber ja schon Dornenwuchs. Macht ja nicht viel Sinn, wenn ich das zweimal habe. Wir machen es mal so. Jetzt haben wir weniger Probleme mit Tieren, weniger Probleme mit Pflanzen. Wir haben noch eine zusätzliche Kreatur. Mit Blitzen können wir arbeiten, Gift und so reduzieren. Langer Schritt ist eh gut. Die flammende Sphäre finde ich ganz spannend. Brennt helles Licht, aber vielleicht nehme ich das doch wieder raus. Metall erhitzen finde ich auch gut. Das heißt, jemand mit Rüstung, also einer guten Waffe oder einer guten Rüstung, können wir so ein bisschen, ne, schwieriger gestalten. So, was haben wir hier? Säbelzahntiger. Gut, das ist... Druide ist ja mega witzig. Naja, da hat sich, glaube ich, nicht viel verändert, würde ich meinen. Außer wir können einen Eissturm machen.
Zwei Züge. Es ist ein Sturm aus Hagel, um also in einem Objekt aus dem Himmel niederkrachen, der den Boden bedeckt und alle Objekte und Kreaturen in Reichweite trifft. Nicht schlecht. So, aber ich habe jetzt einen Slot zusätzlich gekriegt, nicht wahr? Kannst es auf alle Kassen, somit hat jeder 3 Meter mehr. Perfekt. Na, oh, es fehlen vorher noch mit. So, Talente. Jetzt habe ich wieder das gleiche Problem. Wenn du einen Nahkampfangriff ausführst, triffst du zweimal mit einem Scharfschützengewehr. Du hast in 3 Fähigkeiten deiner Wahl geübt. Also Attributsverbesserung ist ja, also weisheitstechnisch macht das halt einfach total viel Sinn. Aber wo gehe ich dann mit den anderen Punkten noch hin? Wir machen einfach mal das. Okay, wir haben neue Zauber, ich nehme die mal raus. Vollständige Genesung. Berührt eine Kreatur, um sie von Flüchen und deren Zuständen bezaubert, versteinert und betäubt zu befreien. Nützlich. Geh mit anderen Kreaturen, verbinde ihr Bewusstsein mit deinem. Sie folgt dir und kämpft als dein Verbündeter. Auf eine andersweltliche Kreatur. Sie muss Kalistischer, ein Elementar, eine Fee oder ein Unhold sein. Elementarbeschwörung. Biegt die Barrieren zwischen den Ebenen, bis sie einen Elementarverbündeten ausspeien, der dir folgt und für dich kämpft. Insektenplage. Wahrnehmungswürfe von Nachteil sind. Massenwundheilung. Errichtet eine Wand aus massiven nicht magischen Stein. Vergiftet ein Ziel und fügt ihm möglicherweise eine Krankheit deiner Wahl zu. Wir gehen mal mit Beschwören und Verbinden. Das heißt, wir können jetzt entweder Tiere, Elementare, Feen oder ein Unhold. Ja, das ist okay. Müssen es einfach ausprobieren. So. Ich würde sagen, seine Rüstung ist jetzt nicht unbedingt das, was wir uns eigentlich erhoffen. Das heißt, wir machen Folgendes. Tiergestaltladung, auffüllbare Ressource. Na kurz erfasst. Ein Höhlenbär, Tiergestalt. Interessant. Also wir können uns auch einfach in einen Eulenbären verwandeln, ne? So, davon haben wir jetzt einen. Ich will das trotzdem mal mit dieser Waldkreatur, ne? Eine Dryade. Was kann eine Dryade? Dornenwachs, gute Beeren, umwerfen, Naturschritt, passive Merkmal, das gewechselt werden kann. Verändert das Gelände um dich herum, sodass Verbündete in der Nähe mit Leichtigkeit reisen können. Du und deine Verbündeten seid nicht von schwierigem Gelände betroffen, können nicht festgesetzt oder gelähmt werden und seid gegen Giftschaden resistent. Beschwört eine Waldweid, die an deiner deinen Baum gebunden ist und an deiner Seite kämpft. Was der Druide für mich so machen soll, das finden wir raus.
Kann ich das? Also, bitte was? Jetzt haben wir den noch dabei. Kann ich jetzt noch ein Elementar beschwören? Machen wir die Gruppe ganz groß? Voll witzig. Regen hast du ein passives Merkmal, das gewechselt werden kann. Der Regen redet 10 Trefferpunkte, wenn sie durch eine Rankenoberfläche geht. Es sei denn, sie hat kürzlich Feuerschaden erlitten. Ach so, das heißt, ich kann hier mit ihr Ranken beschwören. Also, Dornen. Zählen Dornen als Ranken? Nein, Rankenoberfläche. Ach so, nein, das ist das mit dem Ersticken. Okay. Und wenn ich jetzt noch theoretisch zusätzlich den Elementar beschwöre. Luftelementar, Erdelementar, Feuerelementar, Wasserelementar. Wir machen mal das Erdelementar. Du kannst von jedem Beschwörungskast pro Char immer nur einen haben. Aha. Aber warte mal, schnell zählen die dazu, Beschwörungszauber des. Also der hier und der hier, die gehen nicht zusammen. I have a lot on my mind and, well, in it. Looking ahead. So, also mein Großer, folgendes, ich habe sehr viel Zeugs und ich habe null Plan, was du brauchst. Wenn du 4 unterschiedliche Casts hast, kannst du alle beschwören. Also das heißt, theoretisch kann das elementare Ding noch zusätzlich beschwören, hm? Wert. Mit was für einer Rüstungsklasse arbeitet er eigentlich, ne? Mit leichter Rüstung. Erhalte 5 temporäre Trefferpunkte mit und bewirke. Ist das immer drauf? Wenn ich mir das selber gebe, ne? Nee, das ist der falsche. Gib mir halt, ne? Ist keine Rüstung. Lässt ein wenig Hiebschaden. Gegenschock. Wenn der Träger Schaden erleidet, während er über Blitzlern verfügt, muss er angreifen oder ist schockiert. Das ist mittlere Rüstung. Also ich kann also den anderen auch einfach noch beschwören ohne Problem, das ist gut. Kann ich eigentlich irgendwo nachgucken? Hier, Druiden kann... Wo sehe ich eigentlich, was er so... trägt? Warum ist die Zustimmung so tief? Aha, im Umgang folgende Rüstung geübt. Mittlere Rüstung und Schilde. Einfach einen Haufen. Knüppel, Dolche, ich muss mich ja wieder schieben, ne? Speere sichern, Kurzbögen, Kriegswaffen, okay, das heißt, ich kann eigentlich auch mittlere Rüstung tragen. Theoretisch würde das gehen.
Nur kriegt er, glaube ich, nur haben wir keine Möglichkeit, dass er selber Blitzladungen kriegt, oder? Ne, wir machen das hier mit dem Bogen. Schild. Sinnesschärfe. Betroffene Kreatur hat einen Bonus von plus 1 auf ihre Zauberangriffswürfe und eine Zauber... Okay, das ist eigentlich nicht schlecht, ne? Ich hab echt null Plan, was ich ihm geben soll, ne? Solange Blitzladungen verfügbar sind. Es gibt ziemlich viele Sachen, die mit Blitzladungen arbeiten. Ich glaube, da können wir echt was Cooles zusammenbasteln. Eine Synergie. Okay. Giftmischer. Rechtstarter, nein. Eins weniger Stichschaden. Etwas schwarze Tentakel. Wenn die das eigentlich mal geben, das ausgeht auch echt nicht. Badische Inspiration wiederherstellen. Eher nicht. Totstellen. Wenn du einen Gegner vergiftest, heilst du dich um 1, 2, 4 Trefferpunkte. Witzig, man könnte voll krass mit Gifte arbeiten dann. Unerwartet. Trifft mit diesem ein Gegner, so wie der Anwender um 1 bis 3, kann jedoch wahnsinnig werden, wenn er nicht weiterhin zu einem Feind trifft. Okay, eher nicht so. Das war zu viel. Geben ihm einfach mal den Henker. Mal gucken. Gedanken wahrnehmen. Die Rüstung, die Schaden verursacht, wenn er getroffen wird. Ja, also es gibt hier Eisbissrobe. Und zwar erhalte 15 temporäre Trefferpunkte und bewirkt 15 Kälteschaden bei jeder Kreatur, die dich mit einem Nahkampfangriff trifft. Würde dafür sorgen, dass wenn er in der Tiergestalt geht und wir schicken ihn voll an die Front, dass er dann, ja, ich weiß halt nicht, geht die Rüstungsklasse hoch, wenn er sich in einen Bär verwandelt zum Beispiel und so? Müsste er eigentlich, oder? Also so eine Rüstungsklasse müsste sich eigentlich verändern, wenn er in eine andere Gestalt geht. Müsste dann die Rüstungsklasse von dem jeweiligen Tier kriegen. Bündle die Elektrizität in deinen Adern, um deinen nächsten Blitzzaubertrick zu verstärken. Aus deinem nächsten Blitzlagen-Zaubertrick bewirkt zusätzliche Blitzschaden in Höhe verbleibender Blitzlagen. Im Treffer werden sämtliche Blitzladungen verbraucht, ja. Wie kriege ich dann die Blitzladungen, Mann? Blitze suchen dich durch deinen Angriffswurf auf Weg zu einem Blitzschaden. Wenn du 5 Ladungen hast, du verlierst eine Ladung pro Zug. Die Frage ist eher, wie kriege ich eine Ladung pro Zug? Ich
weiß es nicht. Wenn du Giftschaden bewirkst, muss das Ziel einen Konstitutionsrettungswurf bestehen, sonst sind sie vergiftet. Man könnte die eigentlich mit dem Umhang cool kombinieren, ne? Wenn ein Gegner dem Träger Schaden zufügt, erhält der Träger einen Zug lang Zorn. Das wäre, ja, Rüstungsklasse wieder. Funkel, Funkel. Ich habe echt null Plan. Schatten gehüllt. Wie kriege ich auf ihn denn die Blitzladung? Das wäre ja eigentlich ganz witzig. Und hatten wir nicht noch einen Zauberstab von der... Stabdämonen. Was ist er? Umwerfen? Ne, der bringt nicht so viel. Trauerfrost. Herz aus Eis. Wenn der Anwender Kälteschaden bewegt, bewegt er zusätzlich einen Kälteschaden. Tückische Kälte. Wenn du mit einem Zauber Kälteschaden bewegst, fügst du dem Ziel möglicherweise Unterkühlung zu. Die betroffene Kreatur ist durch Kälteschaden verwundbar und ist gegen Feuerschaden resistent. Okay, ich habe eine Idee. Symbolwerk werden. Du erhältst einen Bonus auf Klasse Rüstungsklasse, wenn du keine Rüstung und kein Schild trägst. Wir nehmen den mal schnell für eventuelle Ideen rein. So, weil... Dann machen wir jetzt eigentlich mal Folgendes. Wir nehmen jetzt diese Rüstung. Die ist ja per Definition keine Rüstung, ne? Und dann nehmen wir diese Handschuhe und springen damit auf 14 hoch, was ja nicht übel ist in Kombination, oder? Und dann müssen wir nur noch für den Umhang gucken und für den Helm gucken. Und dann müsste ich eigentlich ein paar Zauber noch wechseln, wo wir dann eine Mischung machen. Jawohl, ich weiß gar noch nicht, was ich mit ihm eigentlich machen will. Auf der einen Seite finde ich es total geil, dass er Blitze machen kann. Auf der anderen Seite finde ich es ganz cool, dass er was mit Frost machen kann. Wenn er in der Bärgestalt geht, wäre er auch nicht schlecht. Also, wir sortieren mal schnell noch nach Typ. Okay, helmtechnisch. Frostige Überzeugung. Einmal pro Zug bewegt jeder Zustand, der auf ein Ziel gewirkt wird, außerdem zwei Züge lang Frost überzogen. Die betroffene Kreatur ist bei Geschicklichkeitsrettung im Nachteil. Wenn mindestens 7 Züge übrig sind, muss die Kreatur einen Konzentration oder sie erleidet 1 bis 4 Kälteschaden und wird gefroren. Bei einem erfolgreichen Reduktionswurf erleidet sie nur den halben Schaden. Okay, ist witzig. Wucht brauchen wir nicht. Leichte Rüstung. Feuerschärf. Wenn du Feuerschaden bewegst, erhältst du 2 Züge lang Arkane Sinnesschärfe. Aha. Das ist leichte Rüstung. Macht ja aber keinen Sinn, wenn ich das mit den Handschuhen kombinieren will, oder? Töte den Gegner vergiftest. Nee. Also wir nehmen mal den frostigen Hut, aber den Hut blenden wir aus. Entschuldigung. So, Füße noch, ne? Was haben wir? Totstellen. Schneller Schritt. Radische Inspiration. Säure kann ich nichts anhaben. Ich hätte vielleicht noch gucken sollen, was... Okay, wir müssen das schnell anders machen.
step. I need a moment for the two of us. Nein. Wo ist sie denn? Hier. Wir lassen Carla mal schnell zurück. Ich nehme Lazelle mal schnell wieder mit, weil ich ihre Rüstung und Ringe und so kurz mitnehmen will und den Umhang. Halsin is one hench elf. I'm impressed. And glad he's on our side. Ich auch. Bleib mal schnell im Lager. Oh, come on. Oh, fine. Darum geht's nicht. Halsin. Upsala. It is done. So, also was hatten wir hier? Strahl, Amantie, Umhang, Rüstungsklasse plus 1. Dann kommen wir doch auf 15, ne? Das ist gar nicht mal so bad. Also, Adrenalinrausch, wenn du spurtest. Nein. Mit Ringern gegen einen Stoß verpasst, erhältst du bis zum nächsten Zug bei einer Rüstungsklasse. Beträge erhält einen Bonus von 1d4 auf Schadenswürfe. Also so grundsätzlich, ne? Gar nicht mal so schlecht. So. Die Spur des Zorn. Interessanterweise haben wir gar keine guten Schuhe, ne? Nee, ich glaube, es ist gut, so wir lassen das. Ja, das frisst jetzt mega viel Zeit, dass ich hier die Sachen am Einstellen bin, ne? Aber das gehört irgendwie auch dazu. Und wenn man das Let's Play guckt, kann man das ja alles geben. Nice! Ja, mega. Ja, Schuhe technisch nehmen wir halt mit, was halt geht. Wir könnten eigentlich über die Amulette noch schnell drüber schauen. Wenn ein Verbündeter, den du berührst, regeneriert Trefferpunkte, schläft er möglicherweise ein. Achso, nein. Gewährt Resistenz gegen Hiebschaden, gewährt Verwundung gegen Wuchtschaden. Nope. Toten sprechen. Gedanken wahrnehmen. Eismesser. Wird schon ein Eisblitter, der 1 bis 10 Stichschaden bewegt, explodiert, bewegt. Das ist eine Eisoberfläche. Nebelwolke, Tierfreundschaft, tanzende Lichter. Beistand, Blitzstrahlen, hatten wir schon angeschaut, göttliche Führung. Gut, ganz kurz die Ringe noch. Den gar nicht so gut, den Ring. Signale. Wenn du eine Kreatur hast, erst zwei Züge lang einen Bonus von 1 zu 4 Angriffs- und Rettungswürfe. Täuschen. Elementar durchdringen. Wenn du Blitz, Feuer, Kälte, Säure oder Schallschaden mit einem Zauber oder Zaubertrick wirst, bringt dieses Elementar in deine Waffe. Bis zum Ende deines nächsten Zuges bewegst du zusätzlich dieses Elements bei einem ersten erfolgreichen Waffenangriff. Ja, aber wenn ich jetzt ein Bär bin und meine Pranke. Also. Nee. Weiß ich tatsächlich nicht. Träger kann nicht schockiert werden. Resistenz gegen Blitzschaden. Wenn der Gegner Rettungshilfe gegen Zauberer scheitert, mentale Erschöpfung, sprühende Farben, Selbstverbrennung, Spuren gehen.
Siegen des Gestaltwandels. Du erhältst einen Bonus auf 1d4 auf alle Würfe, wenn du deine Gestalt verwandelst oder dich tarnst. Hallo. Wenn der Träger Kältestand bewegt, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Kälte mit einem Durchmesser von 4 bis 5 Meter im Zielbereich. Also, wenn der Träger Kälteschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich einen Kreis aus Eis mit einem Durchmesser von 4 bis 5 Metern im Zielbereich. Er verursacht ja mit der Brust Kälteschaden, oder? Okay. Ich nehme den Lichttrick mal schnell hier weg. Und dann kriegst du den 1d4 auf Schaden. Bewegungsreichweite, ja, gut. Was haben wir noch? Nein, nein. Ich versuche das mal. Das wird ganz witzig. Dann kriegst du halt noch Totstellen, würde ich sagen. Ansonsten denke ich, sind wir gut bedient, ne? Nein, nein, aus. So, jetzt habe ich aber noch ein Problem. Und zwar habe ich ja gewisse Eiszauber dann gar nicht mehr. Was ich mir aber denke, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Und übrigens, wenn ich den ja trotzdem beschwören kann... Ja, also wir bauen uns gleich eine kleine Armee, würde ich meinen. Ich wollte aber noch schnell zum... Hier. Weil ich noch eine... Ich wollte zaubertechnisch noch was ändern. Oder geht das auch einfach so? So, ich habe noch einen Slot, ne? Wir nehmen den einfach noch mit, ja? Und bei ihr... Ja, auch noch ein Slot da, ne? Das mit Wasser. Ich finde die Kombination... Doch eigentlich ganz gut. Hat sie ja drin. Habe ich echt einen Slot vergessen? Und dann Ziel vorübergehend darf es dann an der Existenzebene zwei Züge. Vielleicht nicht schlecht, das noch dabei zu haben. Einfach mal für den Fall. So, ich glaube, ich bin damit happy. Was kann der eigentlich? Mehrfachangriff. Okay. Jetzt heißt, wir können eigentlich Wasser machen. Ja? Wir können eigentlich Wasser machen und dann einen fetten Blitz. Blitze treffen alle Ziele in Reichweite. Dann kannst du 10 Züge lang in jedem Zug wieder Blitze herbeirufen, ohne einen Zauberplatz nutzen zu müssen. Und wenn wir dann alles noch nass machen, wäre super. Die Frage ist nur, macht es Sinn, wenn er noch Resistenz hat dagegen? Zur Not hätten wir noch Dings. Ich glaube, es ist ganz cool, wie wir es jetzt aufgebaut haben. Passt schon. Ich will jetzt ehrlich gesagt eigentlich auch gar nicht rasten. Weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich jetzt raste, dass wir das wieder verkacken. Dann würde ich sagen, wir verlassen das Lager jetzt. Wir speichern mal. Wonder if the gods are watching me. Ja, wie soll ich das machen? Soll ich dann noch zusätzlich. Soll ich dann noch einen Bären beschwören? Gehen wir full nature? Wir gehen einfach full nature. Ganz kurz noch. Er kann ja... Kannst du mal wieder... So, danke, viel besser. Du kannst den Tiergestalt halt nicht casten. Ja, das habe ich mir noch gedacht, dass ich den Tiergestalt nicht casten kann. Aber das ist nicht so schlimm. Weil die Idee ist, wir versuchen es mal ohne Tiergestalt. Wenn es schwierig wird, geht er in eine Tiergestalt. Geht er halt in den Nahkampf. Wenn er im Nahkampf ist und er erleidet Schaden, verursacht er ja Kälteschaden. Und dadurch, dass er Kälteschaden verursacht, verursacht er noch mehr Kälteschaden.
und dann noch einen kleinen Kreis, wo er auch nochmal Kälteschaden verursacht. Also die Idee ist eigentlich, wenn er castet, dann mit Zauber, also mit Blitz und so, das kann Schattenherz unterstützen, und wenn er halt in den Nahkampf gehen muss in der Gestalt, dann ist es halt das. Aber ja, wir hatten ihn ja auch schon als Begleiter dabei, das weiß ich, dass er das nicht kann. Irgendwas wollte ich machen. Was wollte ich denn machen? Ah nein, nicht Nebelschritt. Hier. Aktion und Ritual. Hä, warum muss ich... Warum kostet mich das gerade ein Zauber? Slot? Kostet mich das jetzt echt ein Slot? Nee. Ist komisch, dass er mir das anzeigt hier. Wir geben das mal schnell allen. Ich meine, es sind halt 3 Meter mehr, ne? Und es ist halt absolut for free. Das ist super geil. Warte schnell, kann ich das theoretisch auch auf meine... Das heißt, ich kann auch meinen Tieren diesen Buff... Ich liebe dich, Halsin. Ich weiß nicht, ob... Also, ne? Ist okay so oder nicht, dass ich ihn liebe, aber ich muss ehrlich sagen, ich liebe ihn. So, da wir in der Folge jetzt eigentlich nichts gemacht haben, fände ich es irgendwie doof, wenn ich jetzt sage, hör zu, jetzt machen wir die Folge schon zu Ende. Wir überziehen die jetzt ein bisschen bewusst. How much farther can I go? Kannst ihn auch casten auf Max Level casten und alle Eimer buffen. Was ist der Unterschied denn? Also kann ich dann noch weiterlaufen? Oliver, hast du dein Aussehen verändert, nicht wahr? Wollen wir mit Halsin? Nein, wir machen das selber. Something's on my mind. Not back to gloat, are you? Nobody likes a bad winner. Though shrouded in shadows, the child's resemblance to Thaniel is unmistakable. This must be his dark half, warped by the curse. I still think you might have tricked me. If you did, I'll figure it out. Ich weiß, wer du wirklich bist und wirklich hingehörst. Du musst wieder zu Thaniel. Spoil sport. I'm not going back. I like it here. I've made a family for myself. I get to play all the time. Ich auf ihn stürzen. Nein, ich versuche ihn zu überreden. Ob es dir gefällt oder nicht, du gehörst hier nicht hin. Yes, I do. You can't make me do anything. I don't want to play with you anymore. He's scarpered. We'd better track him down if the shadows don't stop us first. Was ist er hier rein? Hin. Papa. Schatten auf der Geist des Landes. Mama. Okay, ich bin direkt reingejumpt. So. Fluch der Vergeltung. Olivers Nachtkuppel verhindert, dass du ihm Schaden zufügst. Jeder Schaden an der Kuppel wird doppelt auf den Angreifer zurückgeworfen. Stärkster Papa aller Zeiten. Beste Mami aller Zeiten. Ja, was ist jetzt das Ziel? Muss ich ihn jetzt...
Wir geben uns mal Öl der Präzision. Und ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Jeder Schaden an der Kuppel wird doppelt auf den Angreifer zurückgeworfen. Wie will ich die Kuppel denn zerstören? Vielleicht, wenn die Eltern geschwächt sind. Ich lauf mal hier hin, falls Mama weg will. Ich denke, Papa töten wir anyway. Stufe 1 Building kann ich gerade nicht machen, ne? Was ist, wenn ich hier Stille drüber caste? Beendet das dann sein... Zu dunkel. On my way. Noch näher ran, oder? Nein, mach mal Papi weg. Nur 2 Schaden? Habe ich etwas nicht über... Der hat sicher Resistenz, oder? Ja, shit. Eine Tiergestalt. Ja, das ist jetzt dumm. Bleib ich mal so und wir versuchen das zaubertechnisch zu lösen. Oder nicht? Wandeln uns mal in dieses Vieh, weil ich wissen will, wie das ist. Kannst du einer dir angenommen, du kannst du aufheben, um wieder deine ursprüngliche Gestalt zu. Ich kann das jederzeit also stoppen. Wir bewegen uns mal bis hier hin. Und wir könnten. Ah, hier als Bonusaktion tanzende Lichter machen. Ich verstehe. Dir Tiergestalt aufgeben. Ja, wir bleiben aber mal so. Hey, Mami haut ab. Ah, unterkühlt. Aber nicht zurückgewählt. Ne? Kälteschaden gegen diese Kreatur ist verdoppelt. Interessanterweise komme ich da jetzt gar nicht hin, ne? Mehrfachangriff, seismischer Schlag. Ja, der seismische Schlag ist auch nur bis hierhin, aber ich kann bis hier nach vorne und dann seismischen Schlag machen. Weiß nicht, ob es funktioniert. Okay, ja. Na, viel weiter komme ich nicht. Elementarsprung. Umgeben von Silber Elementar, treibst du dich an freien Platz, den du sehen kannst. Ah, lol. Okay. Zu dunkel. Dann laufen wir noch einmal nach vorne, Mann. Ich bin blind, jetzt geht das gut. Beziehungsweise sie ist blind. Wir heilen uns mal selber, weil ich gerade nicht weiß, wie ich, ob das von der Situation her was Sache ist. Ich kann es ein bisschen schwer einschätzen, wie ich ehrlich bin.
Aktion ersticken. Hey, Mami leuchtet jetzt. Beziehungsweise hat schon. Nehmen wir mal Papa weg. Ich will jetzt eigentlich nicht unbedingt in die Dinge reinlaufen. Ah, schön, die Dings ist weit genug. Ja, das hätte ich vorher noch machen sollen, ne? Ich vergesse das jedes Mal. Can't stay idle. Let's go. Aha, ich sehe schon. Okay, der Schild geht weg, wenn die Eltern sterben. Das würde aber bedeuten, dass er nochmal was anholt, oder nicht? Ich füge mir ja selber Schaden zu damit. Funktioniert die Bubble doch. Doppelt auf den Angreifer zurückgeworfen. Ich will mich wahrscheinlich selber killen. Wir verteilen uns mal. Und ich mache mal ein paar Lichter hier. Dann warten wir mal schnell. I'll make my own fun if I have to. And my own friends. Aber das kostet dich doch ziemlich sicher wieder die Nachtkuppel. Schutzgeister. Wenn ich jetzt ein paar Schritte hier hingehe, dann treffen wir den. 166. Here we go. Ja. So funktioniert's. Ah, die Dryade pennt. Voll faul, diese Dryade. Okay. Ein Heiligtum. Nee, nee. Kannst du ihr aufhelfen? Geht das? Nö. Das war jetzt dumm von mir, aber naja. Also. Wir haben ja diesen Teleport, ne? Ein Metallsprung. Lump. Wo ist eigentlich das andere Kit? Ah, da hinten. Feuer frei. Ich würde sagen, die Kuppel greift mir nicht an. Wir lassen ihn einfach möglichst viel machen. Ne? Rein teleportieren kann ich mich nicht. No choice but to keep going. Ich könnte Stille drauf machen. Ich weiß nicht, ob es das löst. Ne? Ich weiß halt nicht, wie seine Nachtkuppel funktioniert. Ich weiß nicht, ob er das, also ob es eine Konzentration ist, die also auf die Kuppel wirkt. Schwierig. Ich würde sagen, wir warten ab. Ist ein Konzentrationszauber, sprich, wir lassen den mal. Okay. Die sind versteckt, oder nicht? Ah ne, die sind sofort gekillt worden wegen dem Zauber. So, was haben wir für Optionen denn? Naturschritt, etc., 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 etc. Nein. Komm wir bis hier hin? Nein, das reicht gerade nicht von der Bewegungsrate. Ja, wir laufen einfach mal so weit, wie wir können. Und würde sagen, dann machen wir ein paar Schlingen hier noch rein. Und hier sicher mal, wie weit wir hier kommen. Ich jetzt, das hat nicht gereicht. Shit. Und da hinten mal mit Feuer weg. Er kann sicher wieder einen Sprung machen, oder? Ja, also ich muss schon sagen, das Elementar ist schon ziemlich, ziemlich nice.
Keine Ahnung, wir warten einfach mal ab. Konzentration steht beim WK immer dabei. Ne? Ich kann ihn halt, glaube ich, gar nicht. Ich kann ihn nicht anwählen. Kann ich ihn so anwählen? Ja. Leistender Schaden gegen die Kreatur ist verdoppelt. Ja, ich will ihn ja nicht töten. Die ganzen Bubis. Okay. Egal. Mach mal bitte bis hierher. Danke. Er ist blind, weil wir. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Streitkolben von La Thunder, ne, ist schon insane stark. Sehr, sehr gut. Ja, wir können hier sprinten, aber richtig viel Sinn macht das ja eigentlich nicht. Elementarsprung. Ich muss schon sagen, ich bin schon beeindruckt von dem Elementar, ne? Das klappt schon ganz gut. Ja, das gleiche Prozedere aber nochmal, würde ich meinen. Das werden die letzten sein, ne? So, wir nehmen mal ganz kurz die Schutzgeister raus, weil ich habe Schiss, dass sie mit den Schutzgeistern ihm dann Schaden zufügen und wir dann den killen. Und das ist sicherlich nicht die Absicht dahinter. Why couldn't you just leave me alone? Why can't I just stay here playing? I had everything I've ever wanted, right here. And you've ruined it. I'm not leaving. You can't make me. Be gentle. He's much more than a child. But he doesn't truly know that. Ja, ich sehe gerade nicht so viel, du bist recht groß. Er steht vor allem im Weg. Ich stehe dahinter und diskutiere mit ihm, währenddessen der Druide im Weg steht. Ich würde sagen, das ist so. Ja. Okay. Du musst nicht verschwinden, du musst noch Taniel deine Stärke leihen. Du bist nur ein diebischer Schatten, der sich für ein Kind hält. Schluss mit dem Spiel. Taniel wartet. Du hast, was du willst, aber nicht das, was du brauchst. Taniel, es ist dein Freund, dein Bruder, er ist du. Es sterben Leute, weil du dich amüsieren willst, Kleiner. Ich rede mit ihm, Halschen. Ihr werdet besser als... rede mit ihm, Halschen, ihr werdet besser als... Was gesagt werden muss. Nee. Du hast, was du willst, aber nicht, dass du brauchst. Taniel, er ist dein Freund, dein Bruder, er ist du. Das Ding ist, er will ja immer Freunde haben und spielen und so. Und vielleicht triggern wir ihn ja gerade mit dem Satz, dass er dass es sein Freund ist, ne? He's nothing to me. He left me here all this time. I had to do everything for myself. Yeah. Even when it was scary, even when I was alone, I didn't give up. Ich mach mal ganz kurz Charakterauswahl. Darf ich hier? Hallo? Kann ich niemanden auswählen? Ich würde eigentlich gerne den Ochsen wegschieben, wenn es recht ist, aber scheinbar darf ich das nicht. Naja. Dann ist das die Unterhaltung, die wir führen. Durch dieses große Tier hindurch. Müffelt etwas, wir sehen uns nicht, aber trotzdem reden wir miteinander. Das ist in Ordnung. Daran ist keiner schuld. Der Fluch hat euch auseinandergerissen. Jetzt könnt ihr wieder zusammen sein. Du warst sehr tapfer und findig. Was könntest du da erst Haniel helfen? Du warst sehr tapfer und findig. Was könntest du da erst Taniel helfen? Ja, machen wir das. But would he even want me back? I've changed. A lot. Steht immer noch im Weg. Oh Gott, ist das so furchtbar, dass das Hals in deinem Weg steht, ne? Es macht eigentlich die ganze Atmosphäre kaputt. Das ist wirklich mühsam. Es ist kein Weltuntergang, aber es wäre schöner ohne Hals in mittendrin als stinkendes Biest. Natürlich will er, ihr seid miteinander verbunden, für immer. Also wir bewegen uns, glaube ich, in die richtige Richtung. Veränderung ist normal, sonst kann man ja auch nicht erwachsen werden. Zusammen könnt ihr beide mehr sein als nur
als ihr vorher wart. Jetzt ist aber Schluss mit dem Getue, geht's aber. Nein. Natürlich will er, ihr seid miteinander verbunden, für immer. So wouldn't have to be alone anymore. He'd stay with me. Play with me. I'd like that. And he would too, I think. Alright, I'll do it. I want to do it. Nice. Well done. Are you crying? You're a bit big to be crying. But I suppose that's okay. Bye. And thank you for playing with me. Alter, sind mega viele sind einverstanden damit. It's done at last. Soon the land will be unshrouded. We should return to Thaniel when we can. Nein. Das ist so furchtbar gerade. Oh Gott. Ja, ja, du kommst schon irgendwann frei. Tiergestalt aufgeben, mach mal weg. Was können wir eigentlich aus Eulenbär? Eulenbär ist cool. Bersten. Mondheilung, ja, das kann er ja immer, die Mondheilung, ne? Achso, ja, jetzt hätten wir... Okay. Wir haben keine Ladung mehr. Aber gut, macht nichts. Wir haben die wichtigen Sachen ja gemacht. War hier nicht... War noch nicht... Da war noch ein Rätsel, oder nicht? Unsere Herrin, wenn die... Triade. Rede im Lager und Haus sind. Ich könnte schwören, dass hier noch ein Rätsel war. Better not be cursed. Naja gut. Ich will das noch abschließen. Ich überziehe die Folge gerade extra ein bisschen, weil ich finde, wir haben jetzt so schön Halsin eingestellt und vorbereitet, dass das schon noch irgendwie dazugehören muss. Jetzt hier, wo ist er denn? Oben. Always at your side. The druid Halsin spoke to me while I was sleeping. He spoke of you. Said that you fought shadow and spite to restore me. The 100 years of sickness almost ended. I feel every root that riddles the earth beginning to unfold. But there is one anchor, still holding the shadows in place. The soul that brought it into being, for the land to heal. Catherick Thorne must die. Ja, ich würde sagen, er spielt mir voll in die Karten. Geht's dir aber sonst gut, Kleiner? Catherick's soul still nourishes the shadows. Destroy him, so the land may heal. So that I may heal. Oakfather preserve you. Oakfather preserve you. So, ich habe eine Kollegin von euch getroffen, Druidin Yahaira, kennt ihr sie? Only by reputation. She was present when we marched against Catherick Thorne, but on the far end of the battle lines from where I fought. And in the chaos that ensued, well, our forces were scattered. I led some to safety, but never learned of her fate. I'm glad to hear she survived. Though in truth, I should not be surprised. She was always said to be formidable and cunning. I could have learned much from her, no doubt. Mhm. Ich weiß nicht, ich fand sie nicht so klug, als sie da versucht hat, die Treppe runterzuspringen, in mein Dornengewächs ist ausgerutscht und dann haben alle auf sie eingeschossen und sie ist gestorben. Ich fand das ziemlich dumm. Ansonsten finde ich sie sehr nett, aber diese Situation war nicht unbedingt der Hit. Ihr seid Erzdruide, was könnt ihr denn noch von anderen Druiden lernen? No matter how long I live, I will always strive to remain a keen pupil. Only a fool would think he could drink in all knowledge until none is left. There is always more.
Nature's tapestry is infinitely complex. I cannot help but wonder how she would have handled some of the challenges I faced as Archdruid. Would she have helped the refugees? Defended the Grove? Controlled Korga? At least now we can benefit from her presence, and perhaps work to a common goal. Ihr habt all diese Jahre gegen Schandfluch gekämpft. Was geschieht, wenn er gebrochen ist? Honestly, I never thought I'd make it that far. But the Absolute is a threat to all, and I promised I'd help you with your parasite. So, I'll remain with you. If you'll have me, that is. Wir haben dich schon ausgebildet, equipped und alles. Ist in Ordnung. Natürlich, ich wünsche, ihr wärt schon früher zu mir gestoßen. Als Arbeitspferd werdet ihr wohl zu gebrauchen sein. Das Lager transportiert sich schließlich nicht von alleine. Dude, will ich ihn in ein Pferd verwandeln lassen, damit er die Sachen transportieren kann, oder was? Nee, das kann ich nicht sagen, Mann. Natürlich, ich wünsche nur, ihr werdet schon früher zu mir gestoßen. So do I. Sehr gut. But one duty at a time. Ja. Mir ging es nur darum, dass Halsin uns stärker, also einverstanden ist. Ne? Das ist ja hinter der Facecam, da gibt es ja immer wieder, ist einverstanden mit den Sachen, die ich sage, um die Beziehung zu verbessern, falls wir in eine kritische Situation kommen, wo wir die Überzeugungskraft brauchen. Pferd, ich werde aus Eulenberg, kann er mehr tragen. Mein Charakter hat nicht viel Intelligenz, der denkt nicht so weit. Wie bewähre ich mich eurer Meinung nach? Das will ich schon wissen. I've been unfair to you. I've had unrealistic expectations of your character ever since I joined you. But honestly, you've surpassed even those. Seemed my faith was more than well founded. Nett, wie man sich selber Credits geben kann für den Satz. Okay, easy. Ich glaube, ich habe euch nicht richtig kennengelernt. Was ist zuvor passiert, als der Schattenfluch entfesselt wurde? Druids and Harpers joined together to put a stop to Ketherick Thorm. We marched on Moonrise and after much fighting, we prevailed. Even in defeat though, Ketherick turned to Shah. Not long after we sealed him away in his tomb, the Shadow Curse took hold. No one had seen the likes of it before. No one knew how to react. Then it started to claim all those within its reach. Those who had survived the battles now fell to the shadows, became part of the shadows. And worst of all, I lost contact with Thaniel. Yeah. I wanted to try and find him, but we couldn't stay. We would have all succumbed. When the Archdruid of the Grove, my predecessor, was seized by the curse, I had to lead the survivors to safety. That was my first day as Archdruid. An inauspicious beginning. Es kann nicht jeder Tag als Anführer ruhmreich sein. Ja, das ist so ein Satz, den wir eigentlich sagen sollten, weil wir teilweise doch echt versucht haben, das Gute zu tun, aber ja. Kein guter Anfang klingt, das hättet ihr getan, was ihr tun musstet und andere das Leben gerettet. You are right, but I must not lose focus until everything has been put right. I've wasted too much time already. Years in which nature has suffered. Also, okay, wir kriegen das zusammen hin. Du hast mich echt, also ich als Waldelf muss schon, Waldläufer muss schon sagen, er hat mich mit diesem Natur-Ding schon sehr angefixt. Ich glaube, ich habe noch nicht richtig kennengelernt. It's true, and I can't imagine I helped with that. Sometimes I let the task at hand consume me, and people think I'm obsessed. Trust me, the day I no longer have to talk about the Shadow Curse will be a happy one. What would you like to know? Nichts für ungut, aber ist ja ziemlich groß für einen Elfen. Okay. Wie seid ihr Druide geworden? Wir fangen mal mit etwas Einfachem an. I had a friend when I was young, long ago. He played with me in the forests where I grew up. But eventually I realized no one else had heard of him. It was Thaniel, of course.
Nature was my very first friend. I get older, but he hasn't changed a day. I knew then that I had to be more than a companion to him. I had to be a protector. Das ist voll die coole Story. Ja, ist okay, nice. Nicht so ungut, aber ist ja ziemlich groß für einen Elfen. I am. Trust me, it's been said. You show more restraint than most in avoiding the subject until now. Wisst ihr, wie es kommt? Who's to say? Perhaps there's a half-orc buried somewhere in my ancestry. Or perhaps not. Sometimes I think conventional wisdom is too narrow about what someone can or cannot be. Stranger things have most certainly happened. Hm. Habt ihr denn irgendwelche Leute da draußen, Familie, Freunde, einen Liebsten vielleicht? Eine Liebste vielleicht? You're not a doppelganger, are you? Trying to study me to learn all my secrets so you can take my place? Save for me, my line perished a long time ago. They rest in High Forest now, near the shade of the grandfather tree. The grove became my family, with Sylvanas as my teacher. And now I have you. Ich mag ihn. Bedauere euren Verlust. It was a long time ago. The wounds don't heal, but they become more bearable. Echt, das ist so ein guter Charakter. Mega nice. Ihr habt meine Frage über eure Liebschaft nicht beantwortet. Das interessiert mich nicht. Ihr habt mich, übertreibt es nicht. Die Umstände haben uns zusammengeführt. Die anderen Dinge zuwenden. Ja, das ist in die Richtung, wo ich die Diskussion gar nicht weiterführen. Erzählt mir etwas über euch, was zur Frage... Also was irgendwas, was mir nicht einfällt. Auch was. I suppose you wouldn't be shocked to learn I love animals and nature? Nope. I know. Well-trodden territory. Well then, let's see. I whittle in my spare time, and I've something of a sweet tooth. Although everyone's very amused when I say I like honey. Ihr verwandelt euch also in einen Bären und ihr mögt Honig. Ziemlich klischeehaft. I like what I like. Once you get to my age, you realize there's little point in denying yourself, so long as others aren't affected. Ist okay. So, ihr schnitzt was denn so? Ornaments, utensils and ducks. I like ducks. Ich auch. Am besten süß-sauer. Ja, genau. Also ich finde auch Enten sind cool. Wo ihr davon sprecht, wie alt seid ihr eigentlich? Genau. 350 years young. Holy crap. I've been privileged to watch saplings grow into mighty boughs. Alter, danke Mann, dass du mir das alles erzählt hast. Voll nett. Thank me by returning the favor, why don't you? Come on. I'm sure you've something better than carving wooden ducks. Ich habe Todesangst vor Kraken, obwohl ich noch nie eine gesehen habe. Das ist mein Satz. Well, they are fierce creatures from what I understand, but as long as you avoid the high seas, I think you can consider yourself safe. 350 in der Blüte seiner Jugend. Ja, das Alter sieht man ihm nicht an, Mann. Das reicht fürs Essen. Anytime. Okay, cool. Wie gehen wir weg? Ich find's toll, dass er dabei ist. Find das super. Jetzt haben wir hier... Jetzt muss ich kurz gucken. So. Super. Okay. Wir haben die Beziehung mit Halsin erheblich verbessert. Das war nämlich irgendwo hier angesiedelt. Das hat auch Einfluss darauf gehabt, dass wir jetzt diese Unterhaltung mit ihm geführt haben. Das macht also durchaus Sinn, diese Unterhaltungen zu führen. Gut. Ich denke... Ich rede mal schnell mit Schattenherz noch. These lands will soon be free of Shah's grasp. You can almost sense it. Hat sich deine Haare verändert? If I was a bard,
I might be tempted to draw comparisons between nature and myself, both shaking off Shah. But luckily for you, I'm no bard. Ja, das Blut im Gesicht. Ich möchte über unsere Beziehung sprechen. Oho. Of course. Darf ich euch einen Kuss geben? Währenddessen sie Blut im Gesicht hat? Hm. Fühlt ihr euch? Relieved? Terrified? Sick to my stomach? I can't keep my feelings straight ever since I spared Night Song. Defied Shah. I don't know what comes next. But at least I have you by my side. Das reicht. Hey, soldier. Will? Ah, Halsin is such a delight. Woe to the cultist who tangles with that thick hunk of an elf. Okay, für deinen überragenden Input mal wieder. I've got a long road ahead. Hmm, a savvy move recruiting Halsin to our cause. While I'm adept at most forms of weave manipulation, druidic magic is not my area of expertise. He will make for a most useful option to have in reserve. Nee, ist in erster Linie. Wegen unserer gemeinsamen Nacht. Hey, warum geht alles in die... Ja, egal. Wenn man bedenkt, dass Elfen in die technisch unsterblich sind, das vom Alter her. Das natürlich, ja, stimmt schon. I think I'll enjoy traveling with Halsin. Not for his wit or wisdom. He'll just make an excellent shield if we're attacked. Super. Danke. Okay. Ich würde sagen... wir nächtigen hier noch schnell. Hab ich nicht genug. Ah, warte schnell. Moment. Schattenherzchen. What to do? It's about time Halsin actually stepped up and joined us properly. He's certainly been taking up space at camp for long enough. Völlig richtig. Ich wollte das mit euch besprechen. I'm sorry. It might be best kept until later. I'd be a poor counsel and worse company just now. Dann soll sie einfach mal ein bisschen. Ja. Okay. Eigentlich müssen wir doch nochmal schnell, glaube ich, mit allen reden, oder? How can I help? Nee, okay. Es spielt. Das ist egal jetzt. Wir gehen zu Bett. Auswählen. Gute Beeren. Nee, die nehmen wir noch raus, die guten Beeren. Ich muss kurz gucken, dass ich nicht aus Versehen. Okay, wählen wir das einfach anders. Wollen wir einen? Nein. Stapel teilen. Zack. Fertig. So. Die Folge hat jetzt länger gebraucht. Huch. Ist der Stein kaputt? Offensichtlich. Lager verlassen. Die Folge hat es tatsächlich länger gedauert, als ich ursprünglich dachte. Wir springen mal schnell hier hin. Aber das ist okay, weil wir hatten Hals ja noch eingestellt und alles. Das macht durchaus Sinn. Ich würde sagen, in der nächsten Folge. Wir dürfen ja hier eigentlich alles haben. Das Wichtige. Ich bin zufrieden damit. Und die nächste Haltestelle wäre natürlich Cedric Thorn. Ich habe mich noch nicht entschieden, ob wir oben über den Turm gehen oder ob wir unten eine Möglichkeit suchen reinzugehen. Es gibt auch unten eine Möglichkeit reinzugehen. Das werden wir herausfinden, wie gesagt, in der nächsten Folge. Wenn ihr auf den Let's Play Channel guckt, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Und in der nächsten Folge geht es weiter, wenn wir uns Cedric Thorn stellen. Ich bin sehr gespannt. Alright, ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dann.